Denn wir haben ein Problem im Bad. Das ist ein Problem des Kalks. Ja. Ihr hört das Klugmann. Von einem Riemen. Hallo Ali, heute bin ich mal im Bad, denn wir haben ein Problem im Bad und ich zeige euch, wie man dieses Problem behebt. Es geht um die Dusche bei der Badewanne, die hat ein Problem und das zeige ich euch jetzt. Es geht um Folgendes, wenn man den Wasserhahn aufdreht, damit das Wasser in die Wanne rinnt, dann duscht die Dusche mit. Und da kann ich jetzt an dem Hebel drücken und ziehen, wie ich will. Es wird nicht besser. Das ist ein Problem des Kalks. Wir haben in Neulenkbach sehr kalkhaltiges Wasser. Und jetzt zeige ich euch, wie man das ohne Zerlegearbeiten verbessern kann. Meistens sogar korrigieren. Schaut euch das an. Als erstes nehmen wir die Dusche ab. Und entfernen diesen Dichtring und das Sieb. Den Dichtring müsst ihr nicht entfernen, aber das Sieb müsst ihr entfernen. Nächster Punkt, wir pusten da mal hinein. Durch dieses Hineinpusten haben wir jetzt das Wasser aus den Mischern, vor allem aus den Umschaltern entfernt. Das ist essentiell. Das nützt jetzt überhaupt nichts für unser Problem. Die Lösung nennt sich Hesperidenessig. Jetzt kommt der Hesperidenessig und da leert man jetzt großzügig in diesen Schlauch hinein. Ihr hört das Klugmann. Das rinnt jetzt in diesen Mischer, also nicht in den Mischer, sondern in den Umschalter. Danach pusten wir nochmal nach. Das ist etwas schwieriger. Und leeren nochmal nach. Ich stehe mal auf und lasse das per Schwerkraft reinrinnen. Das ist ja viel bequemer. Und puste nochmal nach. Die Hoffnung ist jetzt, dass das bis in diesen Hebel hineingeronnen ist. Den kann man jetzt nochmal drücken. Und jetzt warten wir, sagen wir mal, eine Viertelstunde oder so. Das machen wir jetzt. So, jetzt schauen wir uns das da mal an. Ich werde jetzt diesen wunderbaren Schlauch darunter legen. Und mal vorsichtig das Wasser aufdrehen, damit wird jetzt einmal viel Gatsch rausrinnen, ekelhafterweise. Bisschen grün sparen, das gehört dazu. So, und jetzt schauen wir mal. Das hält schon mal, das ist gut. Als nächsten Schritt werde ich jetzt mal die Brause wieder montieren. Und wenn die Brause montiert ist, dann werden wir testen, ob die jetzt tropft. Das ist der große Plan. So, ich drehe das Wasser auf, schalte mal auf Brause, schalte die Brause aus und naja.
Sie tropft praktisch nicht, weil ob sie ganz aufhört. Wenn sie nicht aufhört, dann muss man das nochmal machen. So funktioniert das im Leben. Grundsätzlich betrachte ich das Projekt als abgeschlossen und ihr habt es gelernt. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann nächste Woche auf diesem genialen YouTube-Kanal.